Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Edelum, zu einem neuen Part Dementium mit dem Zwergenfürst. Ja, im letzten Part haben wir hier aufgehört. Der letzte Part ist einige Zeit her. Ja, ich bin gerade zurück von der beruflichen Seminarfahrt. Und ja, oha, dachte mal, spiele als erstes mal wieder einen neuen Part von diesem Spiel, könnte man doch mal wieder machen. Ja, wäre doch mal ganz gut, das mal wieder auszuprobieren. So, wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten. Wir sind schon in einer anderen Gebäudesache, in einem anderen Trakt hier. Ja, müssen wir mal rausfinden. Ja, rausfinden in dem Sinne, wir müssen hinausfinden, also aus dem Krankenhaustrakt hinaus. So, momentan ist ja noch nicht sehr viel los. Außer, dass wir allein im Dunkeln sind, aber das ist ja gewohnt, das war schon immer so in Dementium, da hat sich nichts dran geändert, das war schon bevor dieser Part begann. Ja, scheint ein Sackgasse zu sein, da scheint es durchzugehen, okay, hier ist wieder so eine Art Vorbereitungsraum. Eine Art Wärterraum. Das letzte Mal, als wir so einen Wärterraum hatten, kam unmittelbar danach der liebe Manfred als Endboss. Ah, da haben wir wieder ein paar Flinten, die wir uns holen könnten. Okay, der Rechner ist ziemlich zerstört, da können wir aber nicht ran. Wir haben ja eine Flinte, wir haben hier, ja, etwas, womit wir schießen können. Ja, also gehen wir weiter. Hoffentlich wartet hier nicht der nächste Bossgegner auf uns. Das wäre schlecht. Das würde ich ungern sehen. Ich bin so froh, dass ich den im letzten Part besiegt habe. Brauche jetzt nicht zwangsläufig sofort den nächsten. Nein, das muss nicht sein. Ein Speicherpunkt, wie schön. Was aber auch heißen kann, dass gleich ein Bossgegner kommt. Oder wir sind im Kreis gelaufen. Kann das sein? Ich würde mich nicht darauf verlassen, aber das sieht ziemlich danach aus. Jetzt werden wir im Kreis gelaufen. Sind wir etwa im Kreis gelaufen? Nein. Das soll es doch nicht sein. Oh, da kamen die Monster von hinten. Okay, ist ziemlich rot. Kriege ich hier irgendwo Heilung her? Ach, das bin ja nicht ich. Meine Heilungsleiste ist voll gefüllt. Trotzdem, hier ist Heilung. Nice. Sackgasse raus. Okay, ich glaube, hier waren wir nicht. Die sehen bloß alle gleich aus, die Flure. Das kann schon richtig gewesen sein. So. Generell hier sehr gruselig. Oha! Werner! Ach Mann, der besiegt mich hier glatt. Ich werde hier glatt besiegt. Die kamen sehr überraschend. Ja, die kamen sehr, sehr überraschend. Zum Glück habe ich gespeichert hier. In dem Raum hier. Ich gehe mal hier durch diese Tür. Da sind wir noch nicht durchgegangen. Ah, die Zombies von oben. Ah, Mann. Komm. Taschenlampe nehmen und durch. Sollen die von oben kommen? Ah, Heilung ist gelb. Verdammt, meine Gesundheit ist sehr gelb. Ja, wenn deine Gesundheit gelb ist, dann weißt du, ja, wirst langsam dramatisch. So, ein Treppenhaus. Das gehen wir natürlich nach oben. Ja, in der Hoffnung, dass uns oben ein Helikopter abholen kann oder was? Denn das ist eine Sackgasse. Ja, prinzipiell müssten wir mal ja nach unten. Im Erdgeschoss geht's raus. Ein goldener Key.
It's a gold key. Dann nehme ich den doch mal glatt. Okay, jetzt haben wir einen Schlüssel. Aber wofür? Wir kommen hier nicht lang. Hier ist deutlich eine Sackgasse zu sehen. Okay. Ja, und hier die spinnenmäßigen Zombies hier. Schnell dran vorbei. Lassen wir uns nicht treffen. Es lockt, natürlich jetzt lockt. Natürlich ist der Weg versperrt. Was denn auch sonst? Oha, Zombies. Seit wann können die klettern? Seit wann sind die so geschickt, dass sie an den Wänden rumklettern können? An der Decke natürlich. Neuerdings können die das wohl. Hier irgendwo Heilung. Heilung. Ja, nice, Heilung. So, und dann hier durch. Okay. Probieren wir die linke, die rechte Tür aus. Es lockt, natürlich, es lockt. Das ist auch lockt. Ist die Tür lockt? Ja, die ist auch versperrt. Ja, links. Okay, kommt mir bekannt vor. Laufen wir wirklich im Kreis oder was? Ich weiß nicht. Ach ja, der Zombie. Oh, da war ja was. Da war ja was. Nicht schon wieder. Lass dich nicht schon wieder besiegen. Ah, Mann. Da war ja noch ein zweiter. Da war ja was. Last breath. The last breath of the wild. Ja. Der letzte Atem des Wilden. Des Wilden ins Deckers. Der sich durchs Krankenhaus schlägt. Und nicht aufgibt bei seiner Jagd. Okay, jetzt müssen wir gucken, wo waren die Zombies? Dürfen wir uns nicht besiegen lassen. Nicht nochmal. Hier waren sie doch um die Ecke. Ich nehme die Pistole. Wie viel Munition habe ich? Genug. Jetzt kommen sie natürlich aus dem Dunkeln. Wo bist du? Wo seid ihr? Ah, komm zu Papa. Bam. Der Körper lebt noch. Ich bin rot. Verdammt. Irgendwo Heilung hier. Am Boden. Scheinbar nicht. Durch zu dem Zombie. Der kommt gleich gerannt. Komm schon, komm zu Papi. Wo bist du? Der steht doch bestimmt hinter uns. Ich höre seinen schweren Atem. Renn durch, renn weiter. Ja, ich kann es schaffen. Heilung. So dunkel hier. Ich kann nichts sehen. Taschenlampe. Okay, das haben wir geschafft. Jetzt haben wir hier so ein Saloon hier. Okay, da kommen auch irgendwelche Feinde. Schnell mal weiter hier. Nicht verweilen. Fortschreiten. Puh. Was hier? Oha, hier sieht's schlimm aus. Hier hängt Kadaver an der Wand. Oha. Weiter. Ich bin rot. Meine Energie ist rot. Flüstert doch jemand. Heilung. Irgendwo Heilung. Ich bin immer noch rot. Die Tür ist natürlich lockt, oder? Ja. Na klar. Heilung. Ich brauche Heilung. Heilung. Gibt's mir Heilung. Ich brauch's gerade so dringend. Zombie am Boden. Ich will nicht sterben. Das wäre so weit wieder zurück. Ich würde so weit zurückgeworfen werden. Schnell weiter, nicht getroffen werden. Ich habe noch wenige Versuche hier. Wenige Punkte. Meine ich natürlich. Speichern. Das ist gut. Ja, dann bin ich erstmal safe. Auch wenn ich jetzt sterbe, dann muss nicht so weit zurück, muss nur zu diesem Punkt. So. Holla. Die Tür, okay. Das sieht verdächtig aus. Es ist zu ruhig hier. Es ist ruhig. Zu ruhig. Da ist doch bestimmt was drin. Wenn da nichts drin ist. Puh, ja, da ist nichts drin. Okay. Seltsam.
Ist hier wirklich viel zu ruhig in diesem Zimmer. Das kann es doch gar nicht geben. Safe Room oder was? Auch schön. Soll es ja noch geben. In Horrorspielen. Safe Rooms. Ein Speicherpunkt. Glatt mal speichern mit voller Energie. Jo. So, dann nehmen wir mal die Tür vielleicht. Die ist bestimmt locked. Natürlich ist die locked. Und was mit der hier? Zeigt mir nicht mal an. Sackgasse. Sackgasse, ich muss wohl durch die braune Tür, durch die braune, muss ich durch. Nee, hier ist auch eine Sackgasse, das ist dieser Safe Room. Hier ist nur die Toilette. Ist natürlich verschlossen. Ja, sorry, ich wollte euch nicht stören. Da ist jemand drin. Da ist wohl jemand drin. Macht gerade sein Geschäft. So, wie wär's mit der Tür? Die ist gut. Oh, da passiert doch was. Was ist da los? Wer ist denn das? Moin. Freut mich, dich kennenzulernen. Wer bist denn du? Hallo, darf ich mich vorstellen? Ich bin Zwergi. Und wer bist du? Hast dich versteckt, wo bist denn du? Oha. Okay, der ist nicht freundlich gesinnt. Der ist absolut nicht freundlich gesinnt. Oha. Okay. Hallo, ich komme in Frieden. Ich komme in Frieden. Der Kerl sitzt im Rollstuhl, den können wir doch nicht bekriegen. Den können wir doch nicht einfach angreifen. Wer greift uns an? Da! Ich kann nicht schießen. Was? Er ist verschwunden, er ist weg. Er ist weg. Er hat sich einfach wegteleportiert. Wo ist er hin? Wo ist er hin verschwunden? Meine Waffe ist geladen. Wo ist er? Ah, da ist er. Los! Schuss! Ah, verdammt, da verschwindet er. Teleportiert sich nicht, er rennt weg. Ah, komm, Schuss! Ah!